Wir haben in Wien im Prinzip genug günstige Wohnungen. 60% des Wohnbaubestandes ist gefördert oder gemeinnützig. Das heißt, wir hätten genug Wohnungen für die sozial Schwachen. Wir haben aber das Problem, dass die sozial Schwachen nicht in den öffentlichen Bau hineinkommen. Die will man dort nicht haben, maximal einen Armen pro Stiege. Und solange man keine faire Vergabe nach Einkommen macht, solange werden wir ewig zu wenig günstige Wohnungen haben. Es hilft nichts, wenn wir immer mehr nachbringen, aber es sitzen die Falschen drinnen. Also wir müssen die nach Einkommen vergeben, und wenn das Einkommen steigt, dann muss man mehr zahlen oder eben aus dieser Wohnung ausziehen und sich eine bei uns mieten oder kaufen. Unsere Wohnungen sind auch leistbar, und ich wehre mich dagegen, dass dieser Leistbarkeitsbegriff nur von der Gemeinnützigkeit oder von der Stadt Wien beansprucht wird. Denn wenn man sich unsere Wohnungen nicht leisten kann, dann gehen wir Konkurs, dann bauen wir am Markt vorbei. Also unsere Wohnungen sind leistbar, weil wir können sie verkaufen und wir können sie vermieten.